Ich liebe ja Neville Goddard. Er ist ja einer der ganz, ganz frühen Schriftstellern, metaphysischen Schriftstellern, der die Bibel aus metaphysischer Weltsicht interpretiert hat und erkannt hat. Hallo Andrea! Hallo, hallo! Everyone is you pushed out. Das ist so ein geiles Konzept von ihm. Und das heißt ja nichts anderes. Jeder da draußen entsteht aus dir heraus. Respektive, du bist der Schöpfer sowieso von allem, was du draußen siehst. Dein Außen ist ja nur der Bildschirm deines Innen. Was du innen fühlst, deine allerinnersten, tiefsten Überzeugungen, von denen du zum Teil selber nicht mal weißt, dass du sie hast, die werden dir gespiegelt im Außen. Und du kannst entweder hinschauen und du kannst erkennen, wow, was glaube ich denn darüber, was ist meine Überzeugung, sei es eine Person, sei es eine Situation, sei es ein Wunsch, eine zukünftige Situation, die du dir wünschst. Du kannst immer herausfinden, was in dir das jetzige Außen kreiert hat. Das ist mal Nummer eins. Und wenn du weißt und wenn du ganz tief anerkennst und wenn du für dich die Forschung betrieben hast, dass es wahr ist und dass du das glaubst, dass dein Außen in deinem Innen entstanden ist und zwar total wertfrei, komplett wertfrei, einfach nur aus deinen eigenen Überzeugungen heraus, egal wo du die herbekommen hast, die Überzeugung, wo du sie übernommen hast, aus welchen Gründen du sie dir angeeignet hast, es ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist nur zu erkennen, dass alles aus dir heraus entsteht. Es kann ohne dich nicht sein. Dein Sein entsteht nur durch dich. Weil überleg dir mal, wenn dein Sein beendet ist, was bleibt dann auf dieser Welt? Das, was du dir jetzt vorstellst, was nach deinem, ich bin jetzt mal ganz krass, oder? Was nach deinem Ableben auf dieser Welt bleibt, was du dir jetzt vorstellst, was nach deinem Ableben aus dieser Welt bleibt, existiert komplett omato nur in deiner Vorstellungskraft. Du stellst dir alles vor. Alles, was es für dich gibt, alles, was für dich existiert, alles, was in deiner Realität existiert, stellst du dir vor. Weil wenn du deine Vorstellungskraft abstellst, dann ist da nichts mehr. Dann ist es nichts mehr. Dann ist absolut nichts mehr da. Das ist wie wenn du schläfst und keinen Traum hast. Dieser Moment. Wenn du am Morgen aufwachst und du bist komplett leer, da ist erstmal gar nichts und du fängst dann wieder an, irgendwie was zu denken und du fängst wieder an, irgendwas dir herzuholen. Du fängst komplett omato jeden Morgen an, dir irgendetwas zu kreieren. Und wenn du dir das mal dich drauf einlässt und dir das mal realistisch vorstellst, dann erkennst du, dass alles aus dir herauskommt und dass da nichts ist, wenn du dir nichts vorstellst. Und deswegen sagt Neville Goddard auch, your imagination is God. Und Gott ist ja der Schöpfer. Gott ist ja ein Wort, das in tausend verschiedenen Arten und Weisen gebraucht und benutzt wird, aber mal die Grundbedeutung, glaube ich, über die sich alle einig sind, ist, dass es die Schöpferkraft ist. Dass Gott die Kraft ist, die dein Herz jeden Tag schlagen lässt und die Dinge erschafft. Weil du alleine mit diesen Händchen versuchst ja wahnsinnig viel zu tun. Mit deinem Aktionismus versuchst du ja wahnsinnig viel zu tun, aber letztendlich die Dinge, die wirklich geschehen und die wirklich entstehen, die sind doch nicht mit deinen Händen gemacht, ja?
Also, dass jetzt zum Beispiel eine Person, an die du gedacht hast, dich plötzlich anruft, dass plötzlich ein Kunde mit dir Kontakt aufnimmt. Ja, was hast du? Klar, du kannst sagen, ja, ich habe ja Werbung gemacht und ich habe ja gepostet und so weiter und so fort. Und ja, aber wie oft ist es dir auch passiert, dass du mal gar nichts gemacht hast? Dass du einfach mal überhaupt gar nichts gemacht hast und die Dinge sind trotzdem passiert. Ja, wie oft ist dir das einfach schon passiert, dass du gesagt hast, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Du hast nicht damit gerechnet, weil du nicht im Mangel warst. Es ist einfach gekommen, weil du in Bezug auf diese Sache oder diese Person in kompletter Fülle warst. Weil du dir keine Sorgen gemacht hast, weil du dir nicht überlegt hast, wie kann das dazu kommen? Wie kann es entstehen? Wie? Sondern weil du es einfach losgelassen hast. Ja? Und das ist genau der Punkt. Wenn du nochmal zurückgehst in den Titel des Videos Everyone is you pushed out, dann ist auch everything, also alles, is you pushed out. Alles entsteht aus dir. Und welche Perspektive du aufsetzt, das entscheidest du jeden Moment neu. Mit welcher liebevollen, mitfühlenden, unterstützenden Perspektive du eine Person betrachtest. Oder mit wie viel Ablehnung, Hass und Groll aus der Vergangenheit du eine Person betrachtest. Du hast die Wahl. Es steht dir frei. Du entscheidest. Und wenn du aber weißt, dass everyone is you pushed out ist, dann entscheidest du dich vielleicht in Zukunft dafür, das Tollste, das Schönste, die göttliche Wahrheit in jeder Person zu sehen und zu erkennen. Ungeachtet der Storys, Geschichten und Erlebnisse, die du im Zusammenhang mit dieser Person hattest. Irgendwann mal in der Vergangenheit. Und auch ungeachtet der Storys und Geschichten und Reaktionen und Arten und Weisen, die du erwartest mit der Person in Zukunft zu haben. Es ist so wichtig, all diese Dinge loszulassen, damit du in deine Schöpferkraft treten kannst, damit du alles neu machen kannst, damit du nicht die Vergangenheit in die Zukunft trägst oder damit du nicht deine schlimmsten Ängste und Befürchtungen immer wieder realisierst und manifestierst. Und je mehr du darauf kommst, dass du eigentlich dieser klare, wahre Gott in dir sein darfst, weil du bist es sowieso, dass du diese perfekte und liebende Perspektive für dich annimmst, für dich und für deine Welt, für alles, was da draußen ist, für alles, was da mal war, dass du in diesen Frieden kommst für dich. Und wenn du diesen Frieden spürst, aus diesem Frieden heraus, kommst du komplett in deine Macht, kommst du komplett in deine Kraft, bist du komplett in der Fülle. Du musst nichts anderes tun mit deinen Händen, mit deinem Körper, sondern du weißt, dass deine Kraft in deiner Vorstellungskraft liegt. Und das, was du dir vorstellen kannst, das ist zu guter Letzt, ich könnte ja 100 Stunden lang darüber reden. Das, was du dir vorstellen kannst, hängt davon ab, in was für einem persönlichen Zustand du gerade selber bist. Weil wenn du selber in einem schlechten Zustand bist, in einem traurigen Zustand, in einem ängstlichen oder verzweifelten Zustand bist, kannst du nicht wirklich sehr viele schöne Dinge kreieren, weil die Energie es dir nicht erlaubt. Erst wenn du selber deine Energie für dich mit deinem Selbstwert, mit deinem Selbstbild, mit deiner Wahrheit über dich selber auf einen positiven Punkt bringst, auf ein positives Niveau, in dem du dich gut fühlst mit dir selber und mit der Welt, wenn du das schaffst, dann wird es auch so sein, dass du dir diese Dinge, die du dir gerne vorstellen möchtest, in allen schönen Farben
und Ausgestaltungen und Emotionen vorstellen kannst. Und dann bist du in einer wahren göttlichen Schöpferkraft. Weil aus der göttlichen Schöpferkraft kommt nur die Perfektion. Ja? So steht es in der Bibel. Gott schuf alles und es war perfekt. Nur, wenn wir es nicht perfekt sehen, dann sehen wir es auch nicht mit den Augen der Schöpferkraft unseres perfekten Lichtes, das wir haben, das wir auch selber sind und aus dem alles andere im perfekten Licht entsteht. Und zu diesem Thema gibt es natürlich ganz, ganz viel noch zu sagen. Ich wollte es nur mal anreißen, ein bisschen Bewusstsein zu schaffen. Es ist etwas, was wir jetzt hier sind, um zu lernen, um da mehr und mehr und mehr und mehr an das ranzukommen, was die Wahrheit ist, was die Wirklichkeit ist über unser Sein, über unsere Welt. Und ja, schau dir das Video nochmal von vorne an, wenn du jetzt gerade dazu kommst und schaust dir sowieso noch einige Male an. Weil das ist der Ansatz, die komplette Selbstverantwortung, unsere Schöpferkraft von all meinen Coachings, wie man von mir unterstützt wird, wie ich mich selber unterstütze. Ja? Es ist nicht so, dass ich nicht jeden Tag mir den Kopf wieder gerade rücken muss, damit ich nicht in alte Denkfahrmuster und Überzeugungen eintrete. Es ist einfach komplett wichtig, diese neuen Konzepte zu verinnerlichen, um dann tatsächlich auch hinterher die Ergebnisse zu erkennen. Und die Ergebnisse, die zeigen sich in einer Leichtigkeit im Leben. Die Ergebnisse zeigen sich in einer Fülle und vor allem in einem angstfreien Leben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist ja das, was wir uns alle so wünschen von ganzem Herzen. Und aus diesem Grund, einen Platz habe ich übrigens noch im Divine Creation Circle, einen einzigen. Ich habe es gestern schon gesagt, ich würde es euch wirklich empfehlen, es gibt so eine geile Hammer-Überraschung, die gibt es eigentlich sonst nirgends. Und ich verrate natürlich nicht mehr, aber es ist einfach Balsam, es ist etwas von den schönsten Erfahrungen, die ich je für mich selber persönlich gemacht habe und es ist vor allem etwas, was ich teilen möchte. In diesem Sinne, ciao, ciao!